Ich stelle. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt sehr lange gebraucht, um reinzukommen, aber trotzdem schön, dass du moderierst. Es kann sein, bloß bei mir merkt man das nicht. Bei dir merkt man ja schon, wenn du 5 Minuten überziehst, da sagen die, wann macht der Mann Schluss? Bei mir sagen sie, hoffentlich geht's noch ein bisschen. Aber es geht immer noch ein bisschen. Gut. Und wenn du mir nicht dazwischen quatscht, geht's noch schneller. So, 5 Fragen. Pro richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei falscher Antwort natürlich keinen Punkt. So, hier kommen die ersten 5 Fragen. Also, die erste Frage ist eine Schätzfrage. Nenne eine TV-Show außer dieser und Wetten, das, die ich moderiert habe. Das sollen wir wissen? Ja, ich weiß es selber auch nicht. Also, eine TV-Show außer der jetzigen und Wetten, das, weil das weiß jeder alte Mensch. Ah, nee, warte, ich hab ja, mal eine super. Gott. Oh Gott. Wie heißt die eine oder andere Show, die ich moderiert habe? Ich habe viele moderiert. Ihr müsst nur eine wissen. Das ist sehr gnädig. Das ist auch so weird. Das ist wirklich. Dass du jetzt da drüben stehst. Ja. So, das muss reichen. Ja. Elias hat gerade noch gemalt. Wenn du deine Mutter fragst, die wüsste 2. Ich weiß auch. Dann bin ich mal gespannt. Wir fangen einfach mal mit Elias an. Was hast du geschrieben, Elias? Gottschalk Late Night. Gottschalk Late Night, ja. Ich weiß nicht, ob die so hieß, aber ich habe diese Sendung tatsächlich moderiert. Insofern, Late Night ist richtig. Ein Haken für Elias. Paulina? Ich habe die Show aufgeschrieben, die mir eingefallen ist, Tommys Pop Show. Die habe ich in der Tat gemacht, aber wenn du mich gefragt hättest, hast du jemals Tommys Pop Show moderiert, hätte ich gesagt, kann ich mich nicht erinnern. War das nicht Ronnys Pop Show? Das hat doch ein Affe moderiert mit dem Otto Walkes. Aber ich war das auch. Auch richtig, Punkt für dich. So, Lilly, wie alt bist du? Darf ich das fragen? Ja, ich bin 26. 26. Was hast du gelöst? Ich habe leider gar nichts. Ich kenne nur Wetten, das von dir. Das ist bitter. Das ist schlimm. Sehr bitter. Das ist für mich genauso schlimm wie für dich. Du kriegst keinen Punkt und ich bin verzweifelt. Joko. Es ist ultra befremdlich, dass du mir jetzt hier Fragen in meiner... Lenk bitte nicht ab. Okay, es ist... Ein schon etwas älteres Kaliber, aber ich erinnere mich, dass das erste war, was ich von dir jemals gesehen habe. Es war Na sowas. Da hast du schon gelebt? Da habe ich schon was gesehen, ja? Da habe ich schon gesehen. Da war ich sehr klein, aber da erinnere ich mich dran, dass wir das immer zu Hause schon geschaut haben. Da hat er recht, ja. Na sowas. Na sowas. Ja. Wann war das? 84? 84er gewesen. Auf jeden Fall war das eine Sendung, in der Nicole nach dem Gewinn des Grand Prix für ein bisschen Frieden aus dem Flugzeug gestiegen ist. Wir haben dahin geschaltet live und Nicoles Oma saß bei mir im Studio. Große Momente. Gänsehaut pur, sag ich nur. Siehst du, sogar die Oma von Nicole war bei ihm im Studio. Ja, das ist wirklich, ne? Man kann alle waren da. Vielleicht wäre es leichter aufzuzählen, wer alles nicht bei dir war. Es sind wahrscheinlich weniger Menschen. Wir drei. Wir drei waren nie bei dir. Wir waren nie bei mir. Ja, jetzt, endlich haben wir die Chance bekommen. Ja. Ich habe mir quasi selber die Möglichkeit erarbeitet und euch ebenfalls mit, dass wir endlich mal Gast in einer Show moderiert von Thomas Gottschalk. Und Lilly, du bist auch noch dabei. Ja. Es ist eine Show, in der ihr hart geprüft werdet. Jetzt geht es um Rechtschreibung. Wie schreibt der Duden das schöne Spiel, das an einem Tisch mit einem Kö gespielt wird? Ich will gar nicht fragen, wie Kö geschrieben wird. Ich frage nur, wie Billard geschrieben wird. Wie schreibt man Billard? Das ist doch Billard, immer richtig. Wieder dieses... Das ist sehr, sehr leicht. Ja, Billard. Aber es ist ja genau... Billard, Tisch. Billiarden, könnte ich dir jetzt sagen. Billard. Billard. Ich überlege gerade, ob ich ganz großspurig noch Kö dazu schreibe, aber... Ich habe aber ganz großspurig einen Billardtisch gekauft. Hast du? Für zu Hause? Ja, und ohne Scheiß, glaube ich, 2-mal benutzt. Welche Farbe hat das Tuch? Blau. Oh, wie lustig. Ah. Ich hab blau. Und dann war das Problem, dass ich dann umgezogen bin und keinen Platz mehr dafür hatte und das Ding wieder loswerden musste. Die sind ja schweineschwer, da ist eine Steinplatte drin, eine richtige... Und riesengroß. Ich dachte, ey, das war echt... Also, und man spielt ja viel seltener, als man denkt. Ja. Man träumt davon, einen Billardtisch zu Hause zu haben. Und wenn er da steht, möchte man Tischtennis spielen. Das habe ich mit so Fitnessgeräten. Ich träume immer davon, Fitnessgeräte zu Hause zu haben, benutze ich nie. Du, wir haben ein Leben, ne? Lilly, hast du jemals in deinem Leben Billard gespielt? Tatsächlich noch nie. Noch nie. Hast du jemals in deinem Leben Billard geschrieben? Außer jetzt? Außer jetzt wahrscheinlich nicht. Hast du es jemals richtig geschrieben? Ich hoffe. Dann hoffe ich es auch. Können wir es auflösen? Bitte mit den Griffeln weg.
Ach so, okay. So, Entschuldigung. Also da ist ein Buchstabe zu viel. Ah, warte, zu viel? Oh. Na, warte, ja. Warte mal, Paulina. Ja. Es ist ja immer wieder, schreibt man Billard jetzt mit dem einen I nach dem L oder eben nicht? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, weil ich immer wusste, wie man schreibt. Du bist so selbstbewusst, Thomas. Nein, wow. Ich war einfach mal so sehr klug. Er ist weise. Ich kann Billard spielen. Also, ich kann auch gar nicht mal so schlecht Billard spielen. Aber, ja, man muss ja nicht alles, was man spielen kann, auch schreiben können. Ja, ich bin mir einfach jetzt nicht... Also eigentlich war ich sicher, dass es ohne I geschrieben wird. Dann habe ich jetzt doch noch das I reingemacht. Du hast zwei I drin, eins wäre richtig gewesen. Ja, genau. Und am Ende wollte ich das zweite dann doch noch rausmachen, aber dann hast du ja die Runde schon geschlossen. Ja, okay. So, jetzt die Herren. Also Elias wird es ja wahrscheinlich wissen, weil hast du die Rechnung selber gezahlt, dann hast du gesehen, was da draufsteht. Ich musste ja oft dieses Wort schreiben. Ja, richtig, auch schön. Mit Herzchen. Billard ist richtig. Joko. Also ich weiß es tatsächlich nur, weil ich gestern Abend ganz frustriert nach Hause gefahren bin und an so einer Ampel stand, wo diese Uhren, wo sie unten runter dieses Ding dreht. Und da ist so ein Billardsalon um die Ecke gewesen und da stand die ganze Zeit Billard. Und ich habe es gestern Abend nur gelesen und habe es genauso geschrieben. Siehst du? Und dann hat die Redaktion angerufen und gesagt, die Frage... Hau mir bitte rein, ja genau. Also gut, die beiden Herren haben es richtig, die beiden Damen haben es falsch. Damit haben wir einen Punktestand. 0 für Lilly, 2 für Joko. Ein für Paulina und zwei für Elias. Der Elias wird unterschätzt, der kommt immer so aus dem Hintergrund. Der ist so, der stellt sein Licht ein bisschen unter den Chef. Aber warte mal, wer unterschätzt mich hier? Als Mann denkt man immer, wer so gut aussieht, der weiß nicht, wie man Billard schreibt. Aber das ist sagen, natürlich... Du siehst heute auch echt, also dein Jackett heute, ne, die Farbe. Also, perlt an ihm ab. Hast du gehört, Thomas, ich habe dir ein Kompliment gemacht. Musst ein bisschen lauter reden. Wir beide heute. Ich krieg das durchaus mit. Komplimente erreichen mich auch von hinten. So, jetzt kommt die Beatles-Frage. Oh. Oh Gott. Oh nein. Die ist nicht einfach. Welchen der vier Beatles verbindet man mit der legendären Höfner Bassgitarre 500-1? Nochmal die Frage bitte. Wie? Ja. Welchen der vier Beatles verbindet man mit der legendären Höfner Bassgitarre? 500-1. Ich weiß nicht. Ich weiß immer, wie die alle heißen. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade wirklich überlegt, weil wir hatten in der ersten Ausgabe, glaube ich, eine Beatles-Frage, da hast du alle Beatles benannt, weil ich dich gefragt habe, wie Paul McCartney so war. Und ich mache jetzt einfach einen Wild Guess und hoffe, dass der Typ auch. Wie heißen denn die anderen alle? Ringo Starr, Paul McCartney. Und John Lennon. Ja, hat alle gesagt, jetzt können wir einfach rein. Also einer von den vier muss es ja sein. Also ich habe genommen. Ich weiß aber nicht, ob der... Nein. Ich weiß es nicht. Hat jeder was Ahnung. Geschrieben? Darf man sich hier nicht absprechen? Heißt der George Harrison, ja? Er hieß John Harrison. George Harrison. Sag ich doch. Gibt ihn leider nicht mehr. Habe ich doch gesagt. John Lennon, George Harrison. Ich schließe hiermit die Runde ab. Keine Ahnung, wer hat doch was geschrieben? Hast du schon was geschrieben? Ich habe was geschrieben, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ohne Gewehr. Ich habe jetzt einfach geraten. So, Joko, wer war's? Ich weiß, ne, man nimmt immer den zuerst dran, der es nicht weiß, von daher habe ich kein gutes Gefühl. Der Ringo geschrieben, ich sehe das schon hier. Ich habe Ringo Starr geschrieben, aber ich sehe ihn auch eher mit einer E-Gitarre vor mir, aber ich dachte mir vielleicht... Du halluzinierst, der Mann saß sein Leben lang am Schlagzeug. Am Schlagzeug, ja. Das ist so falsch. Ja, Entschuldigung. Du säufst hier ab wie ein Yellow Submarine. Ja. Elias. Ja, ich auch wenn ich nicht wusste, wie er heißt, ich glaube, das ist doch der war der Bassspieler, oder? Es haben auch John Lennon und George Harrison mal zum Bass gegriffen, aber der Stammbassist mit seiner Höfner 500 war eben nur einer. Ja? John Lennon habe ich geschrieben. Jack Harrison? Jack Bauer meinst du? Entschuldigung, nein, das ist Respekt. Jack Johnson. Ey, sorry, also komm, richtig ist... Ich kann das nicht länger mit ansehen. Paul McCartney. Ja, ich hab's richtig. Wieso wusstest du das? John Lennon. Nein. Paulina. Weil mein Vater, als meine Mutter mit mir schwanger war, mein Vater mir im Bauch schon immer nur Beatles-Lieder vorgesungen wirklich? Hat. Ja, wirklich, tatsächlich. Das ist jetzt kein Scherz. Das ist korrekt. Paulina hat's richtig. Alle anderen... Gesagt?
Harm ist falsch. Lilly, was hast du? John Lennon, immerhin, es war ein Beatle. Keine Ahnung. Immerhin, immerhin. Richtige Gruppe, falscher Name. Also, der Punkt geht an Paulina. Ich gönne ihn dir von Herzen. Einmal kurz die Bassgitarre. Und er war ja Linkshänder. Paul McCartney war ja Linkshänder. Aber er ist, oder? Er ist immer noch, ja. Come together right now over me. So, okay. Jetzt was wieder, was auch jüngere Menschen wissen könnten und wissen müssten. Wie heißt das flächenmäßig kleinste der 16 deutschen Bundesländer? Das flächenmäßig kleinste der 16 deutschen Bundesländer. Ach. Das kleinste der 16 deutschen Bundesländer. Ja, okay, ich weiß, ich saß da auf diesem Platz lange genug, um zu wissen, wie man sich da fühlt. Paulina hat die Augen... Vor Scham. Nein, das ist... Ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte geraten und ich hätte falsch geraten. Aber das hilft euch nicht. Ich schließe hiermit die Runde. Innerhalb der 16 deutschen Bundesländer sind ja auch, wir haben geschlossen, Stadtstaaten mit dabei, also relativ kleine. Elias, was hast du geschrieben? Das weiß ich beim... Grüße an der Stelle. Mein Freund Leo Bittencourt spielt beim FC Bremen. Werder Bremen. Oh. Bremen. Das Werder Bremen. Ist richtig. Ja. Ein Glücksfall, dass du Herrn Bittencourt kennst. Ja. Paulina? Ich wollte Bremen schreiben. Aber? War mir dann nicht sicher. Und habe mir gedacht, ja, Bremen, Hansestadt Bremen und so weiter und so fort. Und habe dann echt irgendwie Berlin geschrieben. Keine Ahnung. Ja, das ist fällt dir jetzt auf die, so, auf die so Füße. Hier die junge Frau. Ja, ist okay, ignoriere mich ruhig. Ich dachte, ich habe irgendwas gelesen darüber gehabt, aber anscheinend nicht. Ich habe Saarland. Was ist vielleicht Saarland. Das kleinste, ne? Saarland ist putzig, das stimmt, aber es ist bei weitem nicht das kleinste Bundesland. Joko? Wahnsinn. Ich kenne Bittencourt nicht persönlich, aber ich hätte auch Bremen aufgeschrieben. Du hättest nicht nur, du hast auch. Ja, ich habe Bremen aufgeschrieben. Damit... Das gibt einen Punkt für dich. Das ist sehr nett. Nicht, dass ich ihn dir gönne, aber du kriegst ihn. Man merkt es, wie verächtlich du sagst, aber ich freue mich trotzdem drüber. So, du bist bereits gleich auf mit Elias. Aber von vorne liegen kann die Rede nicht sein. Du weißt, um was es geht. Es geht um deine Show. Sagen wir mal, um meine Show. So. Es ist wirklich, es ist wie so eine außerkörperliche Erfahrung. Es ist wirklich wie so ein Traum, dass du da vorne stehst und solche Sachen sagst. Und man denkt so, das ist total surreal. Weil ich einfach letzte Woche noch auf dieser Position stand und jetzt sitzt man hier. Das ist wirklich, diese Idee zu dieser Sendung ist richtig geisteskrank gewesen. Finde ich auch. Ich weiß auch nicht, wie man auf sowas kommen kann. Ja, ich weiß nicht, wie man sowas beauftragen kann. Aber jetzt kann es dir vielleicht helfen, dass du in einem Kommunionanzug da sitzt, denn ich möchte wissen, wie der aktuelle Papst heißt. No. Und zwar den Papstnamen. Also nicht also seinen den echten Namen oder wie? Nicht seinen bürgerlichen Namen, sondern seinen Papstname. Ah ja, den hätte ich gewusst. Aber mit hier... Wojtyla wäre falsch, Johannes Paul II. Wäre richtig, wenn es denn der aktuelle Papst wäre. Was ist denn die Zahl dahinter? Franziskus irgendwo... Oh Gott, wie... Wenn du mir die ich glaube, die Dings muss man nicht wissen, also die Nummer muss man nicht wissen, die Rückennummer. Die Rückennummer ist egal? Die Rückennummer ist, glaube ich, egal. Ah, okay, gut. Hast du Papst Franziskus eigentlich auch getroffen, Elias? Ich weiß nicht mehr, wer die Mona Lisa gemalt hat. Immerhin ist sie im Lose. Und ich wusste auch nicht, wer die Sixtinische Kapelle gemalt hat. Er ist doch Papst Franziskus, oder? Er ist nicht nur als Moderator überfordert, er ist auch als Kandidat überfordert. Das ist unglaublich. So, dann fangen wir eben mit Elias an. Ja, also wirklich, das ist Ehrenrettung. Wenn ich schon nicht wusste, wer in der Sixtinischen Kapelle gemalt hat und die Mona Lisa, von dem die stammt, Papst Franziskus, dem gehört sie dann zumindest, oder? Dem Papst Franziskus, jawohl. Also nicht die Mona Lisa, aber. Nein,
Der darf dir aber jetzt jeden Abend angucken, wenn er Lust hat, sagt er. Es tut mir leid. Joko. Es tut mir leid, dass ich gerade reingerufen habe. Du hast ja nicht rein, du musst dir nicht leid tun, das ist nur gefährlich. Ja, das sollte man, auch dumm für mich. Sollte man als Kandidat nicht unbedingt tun. Aber ich hatte schon mein Wissen schon bekundet zu dem Zeitpunkt. Franziskus, gut, okay. Ist die richtige Lösung. Ich gönne dir deinen Aber Franziskus. Die Frage möchte ich auch wissen, also war der jetzt schon bei dir in der Show oder nicht? Nein, ich hatte nie einen Papst in der Show. Wir hatten? Aber wirklich? Nee. Jackpot. Deswegen habe ich mich wetten sollen. Wer trifft das Erste? Wir haben wirklich gestern Abend auch gesagt, es ist so absurd. Egal, was man sagt, alle waren so bei dir. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, Päpste, deswegen habe ich mich immer so angezogen, weil ich gedacht habe... Hast du jemals den Boden geküsst, wenn du in eine Show gekommen bist? Nee, aber meine Gäste. Ja. Wenn ich sie eingeladen hatte. Wolfgang Lippert, als er so schnell zur Kamera gelaufen ist. So. Hier sehe ich bereits einen Haken. Bedeutet das, dass du es auch richtig hast? Ich habe auch Papst Franziskus geschrieben. Guck mal. Ist ja auch ein Haken. Hast du es auch geschrieben? Ja, Franziskus habe ich geschrieben. Dann kriegst du auch ein Häkchen, freilich. Ja. Vier, das freut mich, dass junge Menschen doch noch wissen, was im Vatikan vor sich geht. Wer hätte das gedacht? So, ja, Herr Winterscheid. Warum steht da diese Bar? Das wirst du schon noch erfahren. Ich habe gesagt, ich trete nur in Sendungen auf, wo die Gruppe Van Halen spielen kann und wo eine Bar steht. Okay. Zur Bar kommen wir später. So, das waren die sehr, sehr, sehr leichten 5.